Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division 2 hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen die Fahndung Broken Wings und unsere Luftunterstützung ist über uns. Servus, sehr schön. Es bewegt sich wunderbar und ich glaube, Beine hätten wir sogar runtergegriffen. So, wir müssen weitermachen, um Mitchell Bennings zu befreien. Und dazu müssen wir was jetzt tun? Mitchell Billings, so ist es richtig, Mitchell Billings. Wir müssen das Nest finden und das Nest finden wir irgendwo hier bei Constitution Hall. Und zwar hier unten müssen wir zum Kontrollpunkt und da würde ich doch sagen, schauen wir mal ganz kurz bei uns im Safehouse vorbei. Dann können wir hier nochmal schön alles aufmunitionieren. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Jo. So, hier geht's raus. Links geht's raus. Da geht's raus. Und dann die Treppe hoch, die Treppe, Pepepe. Und rechts geht's raus. Und da ist auch schon irgendwo da vorne der Kontrollpunkt, das Nest, das wir einnehmen sollen. Ah, yep. Das Nest. Ach ja, alles klar. Ja. Da müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. Hier vorne sind wir schon in der Lage. Ach, da drüben sind auch welche und die haben uns, glaube ich, auch gesehen. Ja, die ballern hier in der Gegend rum. Okay, wir holen Verstärkung. Dann machen wir unser Geschütz bereit. Lassen die Luftunterstützung los. Und dann müssen wir kräftig aufpassen, was hier drüben passiert. Ah ja, okay. Oh ja, da oben ist wieder die Gatling. Die Gatling ist unterwegs. Oh ja, da ballert's und ballert's. Überall fliegen die Kugeln rum. Da oben, die Gatling muss weg. So, er da drüben. Macht mir auch ein bisschen Sorge. So, wie gesagt, müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier auf der rechten Seite tut sich auch noch was. Ob die sich irgendwann einmischen. Ja. Das wollen wir eigentlich nicht. So, wo haben wir noch welche? Da ist noch irgendwas. Naja, müssen wir, wie gesagt, ein bisschen aufpassen. Plötzlich haben wir die rechts neben uns. Okay. Witzigerweise sind unsere Jungs hier schon vorgerannt. Und haben ja alles eingenommen. Oh, da ist noch einer. Nee, du setzt bitte kein Geschütz ab. Naja, ich konnte ihn wohl nicht davon überzeugen, oder? Ah, der da oben wieder macht wieder Stress. Oh, auch so einer. Okay. Wollte gerade sagen, burn, baby, burn, burn. So, jetzt gehen wir hier hoch. Neutralisiert den Feindlichen und jetzt wird bestimmt, genau. War klar, ne? So, von wo kommen sie denn? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Ja, ich bin nicht sicher, ob das da drüben nicht die Party von vorhin war. Aber ist egal, was weg ist, weg. So, sie macht hier einen guten Job, so wie es aussieht. Die hat auch richtig Spaß. Ja, das machst du schon lange. So, wo kommen sie denn jetzt? Wo sind sie? Sie bleiben auf der linken Seite. Auf der linken Seite kommen sie. Alles
Da hat aber einen dicken Hals, habe ich den Eindruck. Die macht sich keine Freunde. So, irgendwie scheint jetzt das Ganze ein bisschen hier im Sande zu verlaufen. Oder kommt noch was? So, jetzt hat die Drohne auch endlich wieder ein Ziel. So, die Kollegen scheinen zu uns zu wollen. Sodele, sodele, sodele. Was ist los? Ja, was springt sie denn da rum? Schwer gepanzerter Feind erkannt. Jetzt kommen sie von rechts. Okay, alles klar. Ja, habe ich verstanden. So, Leute. Ich hoffe, ihr habt das auch begriffen. Die kommen jetzt von rechts. Right. So, da. Oh ja, oh ja. Ja, komm. Spreng dich selbst in die Luft. Gut. Ich muss die Schreine finden. So, jetzt haben wir wieder die andere Seite, oder? Ja, da ist er doch. Den machen wir weg, den machen wir weg. Doc Billings wurde zum Sender aus dem Posten der True Sons gebracht. Lässt Sokolova ihn im Radio auftreten? Was zum Teufel hat sie vor? Jeden Tag aufs Neue abwehren. Ja, so sieht's aus. Jeder Tag ist ein frischer Tag. So. Okay. Okay, okay, okay. Mitchell Billings, Sender, Außenposten, der True Sun ist wieder ein Kopfgeldeinsatz. Den werden wir jetzt mal gleich aktivieren. Lima 2, Lima 2, okay. Aktivieren. Überspringen. Und bestätigen. Lima 2, wir holen dich. Wir holen dich nach Hause, mein Freund. So, wir gehen aber erstmal hier rein. Zum Nachschubraum freigeschaltet. Huch. Zeit für Eck! So, Dille, was haben wir hier? Da haben wir doch bestimmt irgendwo, da haben wir was. Zack, zack, zack. Nehmen wir alles mit. Zivilisten in Not. Ja, aber bei aller Freundschaft. Ich habe gerade ein etwas wichtigeres Ziel. So, irgendwo da hinten ist noch ein bisschen was. Aber wir könnten dann hier dem Kollegen Außenposten, dem Kontrollpunkt-Junkie hier, ein bisschen was mitgeben. Danke, aber wir haben wohl, was wir brauchen. Das wage ich zu bezweifeln. Das höre ich immer wieder und dann braucht ihr doch Material. Okay. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Alles ist im Cooldown, das gefällt mir. Dann gehen wir mal los. Na, Lima 2 ist noch ein Stück weit weg. Ja, das ist nur Munition. Haben wir da noch irgendwas? Habe ich da irgendwas übersehen da hinten? Nö, sieht nicht so aus, als wenn da hinten jemand hat was fallen lassen. Lima 2, ich komme. Papa Charlie ist unterwegs. Gegner bewacht einen Ort in der Nähe. Oh, ein Gürtel, nee. Ein Gürteltier hätte ich jetzt beinahe gesagt. So, das sind irgendwelche Jungs. Da wollen wir uns aber nicht einmischen. Eigentlich mit denen wollen wir uns nicht anlegen. Das muss nicht sein. Wir wollen woanders hin. Wir wollen ganz woanders hin. Viel in der Nähe. So, jetzt haben wir aber irgendwie überall um uns herum ist. Ah! So, was sind das für welche? Die patrouillieren, die patrouillieren. Feinden bewachter Ort erkannt.
Okay. Das können wir immer gebrauchen. Das ist nie verkehrt. Und wir müssen jetzt in die Richtung. Ja, jetzt ist wieder die Frage. Irgendwie da unten? Nee, oder? Nein. Da oben, denke ich, geht's rein, oder? Ach, ist das nicht da oben irgendwo? Andere Seite. Andere Seite, da geht's lang. Ja, genau, da müssen wir nämlich dann, glaube ich, hoch. Aber erstmal kümmern wir uns um die Kollegen. Okay. So. Und dann da hoch, ne? So, jetzt müssen wir uns das ein bisschen genau überlegen, wie wir das machen. Ich denke, wenn wir da das Geschütz haben, haben wir einigermaßen gute Rückendeckung. Aber wir müssen dann sowieso rein. In die Butze. Wenn ich richtig weiß. So, okay. Weil die Party findet nicht hier statt. Oh, rennt genau ins Feuer. So, da ist noch einer. Oh. Ah, blöde, blöde, blöde. So, und jetzt müssen wir da unten rein, ne? Da wartet der Kollege mit Sicherheit auf uns. Das heißt, alles hier ins Cooldown bringen. Höre ich da was? Nein. Doch, doch, ich höre was, aber das sind die Kollegen da unten, ne? So. Da müssen wir jetzt wieder ein bisschen aufpassen, ein bisschen vorsichtig sein. Da habe ich keine guten Erfahrungen bisher in der Vergangenheit gemacht. So, ist da was? Nein, da ist nichts. Nee, da brauchen wir keine Granaten. So, jetzt geht's hier nämlich runter. Ja, ja, da springen die oben rum, die Kollegen. Ups. So, dann schauen wir mal, wo sie kommen. Da kommt einer. Oh, ein Sunny war das. Das ist schon mal gut, dass der aus dem Spiel genommen ist. So, was ist? Kommt ihr die Treppe hoch oder nicht? Traut ihr euch? Traut ihr euch? Oh, die sind ganz in der Nähe. Da kommt er. So, ist die erste Etage clean. Können wir raus?
Aha, da ist er. Nee, das geht nicht. So, Bubele, was machst du? Ich werde mal in der Zwischenzeit das Geschütz wieder einsammeln, weil ich glaube, da wo das jetzt steht, ist es nicht ganz so clever. Das ist Ihr Ziel. Ja, das dachte ich mir, dass da mein Ziel kommt. So, okay, okay, okay. Wo kommt ihr? So, da ist er, der Sergeant Torres. Sergeant Torres, Lima 2. Ist rechts was? Da unten ist einer, aber der wird gerade beschäftigt. So. Ja. So, Sergeant, wie sieht's aus? Ja, die Drohne kümmert sich um ihn. Billings im DCD-Hauptquartier fest. Wir müssen los. Ziel neutralisiert. Sehr gut. Okay. Okay, das heißt, als nächstes, Geisel gefunden, Kopfgeldeinsatz verfügbar, DCD-Hauptquartier Mitchell Billings retten. Das wäre also dann dieses hier. Genau, genau, genau. Aber, Freunde. Ja, wir haben ihn aufgespürt. Ich weiß es, ich weiß es. Wir säubern die Straßen, eine Arschgeige nach der anderen. Genau, so sieht's aus. Sehr schön, Freunde. Das soll's für diese Folge gewesen sein. Wir werden in der nächsten Folge den Kollegen befreien. Und irgendwie habe ich jetzt einen ganz komischen Ton hier drauf. Ist egal, dann gehen wir hier rüber. Ich sage recht schönen Dank. Oh, da nehmen wir noch Material mit. Da nehmen wir noch Material mit. Sehr gut. Dann gehen wir mal darüber. Also irgendwo ist da jetzt gerade ein komischer Ton, aber ist egal. So stellen wir uns hin. Bingo. Ich sage recht schönen Dank fürs Zusehen. Das ist The Broken Wings, die Fahndung in Division 2. Und wir sind jetzt ja bei unserer dritten Geisel, die wir befreien werden im DCD Hauptquartier. So rum ist richtig. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei mir auf dem Kanal. Ich sage Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.